Die müsste es hier sogar geben, weil das war damals. Oh, guck mal, da ist ein Hirsch. Ich habe noch nie einen Hirsch gesehen. Ich auch gerade gedacht, was der denn für ein Geweih? Junge, Junge. Sieht immer cool aus, ey. Mal gucken, ob der auch von mir wegläuft. Mehr Tiere als Zombies. Boah, hör mal, der sieht gefährlich aus, als so ein Zombie. Wenn der dich mit den Dingern aufbaut, ey. Oder bist du aber Geschichte, mein Freund? Boah, Junge. Hallo? Junge, der ist aber auch ein bisschen schneller als das Schwein. Ja, ein bisschen ist gut, ey. Finde ich auf jeden Fall cool. Ja, Mann. Erstmal stehen bleiben. Totstellen. Er hat sich totgestellt. Ich lebe nicht mehr. Wir können weitergehen. Ich bin ein Baum. Ja, ich bin ein Baum. Ich hoffe, Lass ich habe uns nicht gelogen. tanzen. Ich hoffe, dass wirklich die Stadt, von der ich ausgehe, dass es die Stadt ist. Sie bestimmt nicht. Wir können mal ein Straßenschild suchen. Da hinten müsste am Horizont langsam eine Mauer auf erscheinen. Dann bin ich mir. Doch, das ist 100. Doch, das ist 100.000%ig die Stadt. Ja. Da sieht. Das spawnt sogar langsam die Mauer. Da sieht man das. Das spawnt der Zaun. Behaupte ich einfach mal, ohne den zu sehen. Da 100%, ich kenne mich hier aus. Das ist meine Gegend, du. Das ist meine Gegend. Deine Brotherhood. Hier hatte ich damals, glaube ich, meinen ersten Heli-Crash in Arma 2 Mod gehabt. Wir wussten gar nicht, was das ist, weil vor allem da war ein normaler Heli-Crash, also ein Spieler ist gecrashed. Und damals war es so, wenn bei Arma 2 ein Heli crasht, dann war ungefähr 1 Kilometer hast du nur Feuer gesehen, da war alles voller Feuer, weil da gab es noch so einen Grafikbug. Und dann gab es noch einen richtigen Heli-Crash, wo auch diese Militärzombies spawnen. Da war ich mega verwirrt, weil ich nicht wusste, oder weil ich gedacht habe, dass wenn man einen Heli abstürzt, dass man dann da immer geile Waffen rausbekommt. Dann bin ich den nächsten Heli, den wir gefunden haben, habe ich absichtlich gecrashed und dann habe ich mich gewundert, oh, war gar nicht so. Weil damals konnte es nämlich auch im Heli-Crash diese TWS, also Thermalsicht 1185A2 Standardwaffe finden, die mega OP war in der Mod. Da sind die Hangars da Jo, links. da vorne sind die Hangars. Hier ist eine Polizeistation und in dieser Polizeistation, die wird echt selten gelootet, weil hier im Westen ist kaum einer, aber da sind immer geile Waffen drin. Ich glaube, wir bräuchten eher was zu essen, wa? Ach, ich bin auch wieder durstig. Ich sollte mir mal eben eine Waffe snacken. Hier muss ich hin. Hallo? Hallo? Gibt es eigentlich Polizeizombies, die man durchsuchen kann? Weiß ich nicht. Was ich auch geil finde, ist bei der Standalone, die haben es jetzt so eingefügt, die Gebäude spawnen jetzt zum Teil auch mit offenen Türen. Also man weiß, man kann von vorhin oder man kann von vorne hinein nicht sagen, ob da schon jemand war oder noch nicht. Weil damals oder am Anfang der Standalone war es ja immer so, jedes Gebäude ist mit geschlossenen Türen gespawnt. Das heißt, wenn du gesehen hast, die Türen sind offen, dann war da schon jemand. Guck mal, da haben wir wieder eine Karte. Was ist denn hier? Saufest und. Haben wir schon. Lass mal liegen. Was ist denn hier? Hallo? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wird nicht gelesen. Tape. Brauchen wir auch nicht. Ein Appel. Ein Appel, Appel, Appel. Badly Damage. Ach. Wird überbewertet, einfach runter damit. Wieso schält er den Apfel? Ah ne, der hat so gegessen, okay. Nom, 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 nom. Muss man eigentlich warten? Jo, man muss warten, bis das steht. Ja. Oh, hier ist ein Medic Pack. Was aber. Oh, hier war schon jemand. Weapon Cleaning Kit, nehme ich mal mit. Hier war schon jemand. Vielleicht treffen wir den hier. Ja, ich glaube nicht, ich habe hier noch nie jemanden getroffen. Ah, der war noch nicht auf dem Dach. Da könnte noch was Schönes sein. Aber hier ist auch nichts. Schade.
Oh, es stimmt sogar, die Zombies sind, können echt langsam hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Zombie, Zombie. Ein Zombie ist echt die Treppe nach oben gegangen. Wenn man die Zombies entwickeln sich weiter in der Standalone. Holy Mamoli. Irgendwann ist das Spiel spielbar. Hoffentlich leben wir dann noch. Ich habe Streichhölzer gefunden. Nice. Und eine Zange. Bist du immer noch im Polizeigebäude? Nee, nee, ich bin schon weg. Hier kann man noch. Jetzt habe ich so eine Sache gefunden, damit kann ich meine Kleidung wieder polieren. Zack. Okay, das geht nicht. Aber die anderen Sachen gingen. Cheat in 11 Minute, bla 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 bla. Die Kappe hat geklappt. Meine Jacke ist schon pristine und. Hey, wo bin ich denn hier? So ein Gebäude habe ich noch nie gesehen. Meine Hose kann ich nicht machen. Okay. Cooles neues Gebäude. Harry, lass uns mal Richtung Airfield gehen. Wo ist denn das Airfield? Genau auf der anderen Seite, von der aus wir gekommen sind. Ich habe noch eine Wasserflasche gefunden. Das ist sehr gut. Jetzt brauche ich mal Purification Tabletten. Schauen wir mal, ob ich noch was hier finde. Falls du eine Feuerwehr-Axt oder so findest, sagst du Bescheid. Oh, meine Cap. Ja, klar. Aber wir können eigentlich die Stadt durchsuchen. Hier war noch keine. Der war wirklich, glaube ich, nur im Militärgebäude. Hallo? Hallo. Ich habe das Gefühl, dass manche Gebäude noch immer leer sind, weil es gibt immer dieselben Gebäude, die leer sind. Nur ich merke mir die nie. Ich schaue aus Sicherheit trotzdem mal überall rein. Die Hoffnung stirbt ja, nämlich zuletzt. Hallo? Da, da. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Und da ist auch nichts. Das habe ich auch, glaube ich, in den Kommentaren gesehen, dass manche gesagt haben, es gibt Gebäude, die immer leer sind. Weil dann auch der Loot nicht reingepatcht wurde. Natürlich doof. Naja, vielleicht wurden die ja schon geplündert, man weiß es ja nicht. Ich guck noch das Gebäude und dann gehen wir weiter. Alles klar. Alles klar. Oh, eine Kiwi. Hallo? Hallo? Oh, guck mal. Morphin. Wichtig, wichtig, sowas. Eine Orange. Orange? Was ich auch heftig bei den Games fand, es waren wieder so viele ausländische Besucher da, sag ich mal. Also alle haben immer, oder sehr viele haben Englisch gesprochen. Sehr viele haben andere Sprachen gesprochen. Fand ich ganz gut. Vor allem, wir waren in der Business Area. Wir waren nicht bei Rocket eingeladen. Und nach der Business Area, beziehungsweise in der Business Area, haben wir uns da mit so einem Chinesen unterhalten. Über Dota die ganze Zeit. Der hat uns so angesprochen und haben uns bestimmt eine halbe Stunde oder so über ja. Dota unterhalten. Bist du das? Nein, ich bin in einem Gebäude. Wo ist denn da jemand? Hallo, Perry? Hier ist einer. Ich schieß gerade auf den. Wo denn? Ich bin mir sicher, aber ich hab ihn getötet. Magst du denn sagen, wo der ist? Wie wenn die Straße weiterläufst. Na, von der Seite aus, die wir gekommen sind, nach links oder nach rechts? Nach links. Okay, ich komme. Aber vielleicht ich so, hä? Hier läuft einer mit einer Waffe rum? Hat einen anderen Rucksack an? Ja, da hinten kommst du. War auf jeden Fall ein Deutscher. Der hat irgendwas gesagt, aber da habe ich ihn schon erschossen. Och, Perry, der war bestimmt nett. In der Standalone spielen alle, spielen so viele Friendly. Vor allem, ich glaube, hier so im Nordwest eher viel. Außer die buggen sich irgendwie in die Häuser. Weil, wo ich immer eigentlich das Glück habe, dass die in den Häusern drin sind. Bist du sicher, dass der tot ist? Nicht, dass er auf einmal noch so aufsteht? Ähnlich.
Kannst du den looten? Ja, seine Waffen liegen bei mir hier und seine Leiche liegt da vorne. Stimmt, hier liegen die Waffen. Nee. Was könnte denn... Oh. Ah ja, da liegt alles von dem. Oh, ist fresh spawn. Jetzt kann ich. Oh, jetzt ist schon mal eine Waffe und eine Axt. Ich bediene mich mal, ja? Ja, ja, bedien dich. Was haben wir? Zack. 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 Eine Axt, sehr schön. Die ist deutlich besser als so ein Schläger. Bandagen, Rind. Mensch, ich hab ihn getötet! Hör mal, ey. Wie cool ist das denn mal? Oh, weißt du, was noch cooler ist? Ich glaube, ich habe Magazin für die Waffe. Testen wir mal eben. Weißt du, ich keine Munition. Jawoll! Wir haben sogar Magazin für die Waffe. So. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Dafür kommt die rein und dafür kommt die rein. Wie kann man zeroen? Perfekt. Was für Munition hast du sonst noch so? Weißt du das? Ich habe nur diese Munition für diese Waffe. Die habe ich, glaube ich, im Livestream von Dante geschenkt bekommen. Ziemlich der Charakter aus dem Livestream, ne? Hast du den Schuss gehört? Ja. Okay. Machen wir mal Eject und dann laden wir nochmal neu nach. Load Ammo. Der lädt auch 5 Sachen noch, das ist cool. Das ist mega cool. Harry, ich bin getötet. Mann. Harry, die Maschine. Okay, dann lass mal weiter zum Airfield laufen. Du hast eine Regenjacke an, die hatte ich ungefähr den ersten Monat lang an, als ich sie angefangen habe zu spielen, diese Standalone. Eine mega gelbe Jacke und alle haben gesagt, wie kannst du so eine Jacke anziehen? Die ist mega hell, jeder wird dich doch sehen. Ich habe leider nichts anderes. Ich finde meine andere Jacke muss ich wegschmeißen. Wieso? Weil die kaputt war, weil mich im Livestream ja jemand angeschossen hat von den Zuschauern. Ach so. Das ist auch ein chaotisches Spiel. Ja, lol, Alter, sind wir nördlich vom Nordwest-Airfield? Östlich. Ja, stimmt, das ist ja so schräg, aber trotzdem, lol, wir nähern uns aber von der Seite, wo ich gedacht habe, wir wären ganz woanders. Ne, wir sind östlich. Wir sind ja aus Devil's Castles Richtung gekommen, sag ich mal. Wir waren südlich von Devil's Castle. Ach so. Das ist hier meine Hut. Leider habe ich jetzt den Kill nicht aufgenommen, wie du den getötet hast. Das wäre noch ganz cool gewesen. Ja, das war hektisch und ich dachte mir, ja komm, einfach mal bam 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 so. Jetzt hast du ja eine Waffe. Jetzt kannst du jemanden töten. Ja, dreh dich mal eben um. Alles für die Zuschauer, Perry. Perry, do this for a stream. Ich lauf ganz bedrohlich mit meiner Pistole in der Hand rum. Ich hab das Glück, immer wenn ich eine Waffe habe, werde ich durch eine Wand getötet. Denn, ja. Gibt's das Spiel schon eigentlich? Ich glaube, das Spiel gibt's schon 8 Monate, oder? 8, 9, 9 Monate, glaube ich. 8, ja, 9 Monate. Ja. Und die haben es immer noch nicht geschafft, dass diese Häuser, diese Air Control Tower und diese anderen neuen Militär, oder was heißt neuen Militärhäuser, diese Häuser, die es schon lange auch bei der Mod gab, aber die man jetzt auf dem Airfield looten kann, wo es auch Militärspawn gibt. Oh, ich werd beschossen, ich werd beschossen. Ja, links aus der Tanne. Oh, ja, ja, ja. Ich seh den nicht. Zwei Leute. No, stop, I'm friendly. Oh, der hat mir das Bein gebrochen. You're dead! Oh! Lebst du noch? Ja. Okay, 2 Leute sind das. Beide an derselben Tanne. Bin auch tot, aber ich hab noch auf ihn eingeschlagen. Du hast noch eingeschlagen? Hattest du keine Munition mehr?
Nee, nee, ich hatte keine Munition mehr, aber ich habe einfach Axt rausgenommen und auf ihn eingedroschen. Ach so. Okay. Na, einmal habe ich getroffen. Ich hatte leider keine Chance. Automatisches Gewehr. Ich habe die erste Tanne gesucht und dann stand noch ein Kollege von dem da drin. Ja, wie immer. Sobald man eine Waffe findet, ist man tot. Aber freut mich auf jeden Fall, das war glaube ich das erste Mal, dass ich auf einem Airfield, vor allem auf dem Nordwest-Airfield, der weiter vom Spawn entfernt ist, Leute getroffen habe, die nicht in Wänden geglitcht sind. Also ich denke, wir werden jetzt öfter ein bisschen die Mods spielen, weil die macht mir ehrlich gesagt Spaß. Ich werde dann noch ein bisschen die Grafikeinstellung verändern, dass ich eventuell etwas besseres Gras habe. Und dann, Leute, sehen wir uns im nächsten Lazy Standalone Video. Yo Leute, danke erstmal fürs Reinschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten den letzten DayZ Standalone Part. Haut rein!